Die Sengoku-Zeit war eine Zeit des Krieges. Doch wer meint, Japan habe noch nie etwas derartiges erlebt, hat ein kurzes Gedächtnis. Lange vor dem Ashikaga-Shogunat wurden 400 Jahre Frieden durch den Genpei-Krieg erschüttert. Die Sonnenkönigin Amaterasu wachte über die Kaiser Japans und gab ihnen Macht. Ihre Autorität war absolut. Ein Kaiser konnte sich aus der Welt zurückziehen und hatte immer noch die völlige Kontrolle über Japan. Doch nun wurde die kaiserliche Macht durch drei Adelsfamilien geschwächt. Die Taira haben schon viele Jahre lang die heimliche Kontrolle über den kaiserlichen Hof. Raffiniert, hinterlistig und skrupellos gehen sie gegen jeden vor, der ihre geheime Macht zu gefährden droht. Die Minamoto sind stolze Krieger. Sie lieben nichts so sehr wie den Kampf und die Vernichtung ihrer Feinde. Die Fujiwara waren einst die einflussreichste Familie in ganz Japan. Doch heute können sie von Macht nur träumen. Nach jahrelangen Vorbereitungen sind die Taira nun endlich bereit zu handeln. Und die Minamoto wollen dies mit aller Macht und um jeden Preis verhindern. Währenddessen sehen die Fujiwara zu und warten auf eine Gelegenheit, ihren einstigen Einfluss zurückzugewinnen. Der Frieden im Kaiserreich ist vorbei. Ein blutiger Krieg steht bevor. Wir sind die Taira. Durch unsere überlegene Strategie, sowohl im Kampf als auch in der Politik, haben wir beinahe vollständige Kontrolle über das Reich. Wir konnten die Herrschaft der schwächelnden Fujiwara beenden und gleichzeitig unsere Feinde, die Minamoto, unterwerfen. Doch die Minamoto kehren mit Stärke und Selbstsicherheit zurück. Ein Konflikt mit ihnen macht anfällig für einen Angriff der Fujiwara. Sie haben sicher nicht vergessen, wer ihren Sturz herbeigeführt hat und werden die alte Ordnung um jeden Preis wiederherstellen wollen. Wir müssen wachsamer sein als je zuvor. Die Taira werden bestehen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Shogun 2 Total War Rise of the Samurai Kampagne. Die erste der drei angekündigten Kampagnen. Und ja, wie wir schon gehört haben, wie ihr schon in dem Vorspann gesehen habt. Also ihr habt den historischen Hintergrund schon so ein bisschen gesehen. Und wir spielen hier die Fukuhara Taira. Und ja, wie der weise Mann hier gerade gesagt hat, müssen wir gegen diese Minamoto, heißen die glaube ich, bestehen. Und ja, das ist der erste Teil unserer dreiteiligen Kampagne. Und ja, also wir werden Fall, Rise, also jetzt hier Rise of the Samurai, Fall of the Samurai, natürlich auch die normale Shogun-Kampagne spielen. Und der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir werden immer Rise of the Samurai montags hochladen, die normale mittwochs und Fall of the Samurai am Freitag. Und ich werde auch versuchen, in der Schlacht, also in der Kampagne natürlich, alle Schlachten möglichst selber zu spielen. Weil es sonst auch langweilig ist, wenn ich immer nur automatische Schlachten mache. Und ja, dann will ich jetzt nicht viel länger rumreden, sondern einfach mal anfangen und jetzt hier die Stadt erstmal ein bisschen aufbessern, weil ich Angst habe, hier bald angegriffen zu werden. Und ja, jetzt habe ich kein Geld mehr für Rekrutierung hier, weil ich will auch möglichst schnell hier meine Nachbarn, obwohl das sind Vasallen, okay, die will ich nicht angreifen. Aber ich will möglichst schnell hier irgendwelche Nachbarn angreifen. Also die kann ich zum Beispiel angreifen. Die Kameyaka. Nee, die Stadt heißt Kameyaka. Die Shinmen. Da ich sehr auf Erweiterung und Vergrößerung des Reiches gehe.
und ja, ist halt mein Spielstil und ich spiele außerdem auch die große Kampagne, also die Vorherrschaftskampagne, meine ich. Da ist ja auch das Ziel, 60 Provinzen einzunehmen, das schafft man anders kaum. Also, ich würde zuerst mal versuchen, hier wahrscheinlich Kawachi oder Kawachi. Also, Fujidera steht da auch. Fujidera, ich weiß nicht, was jetzt der richtige Name ist. Auf jeden Fall diese Stadt hier einzunehmen. Und diese Stadt. Und dann mal gucken, wohin ich mich ausbreite. Also, es gibt von den Taira gibt es so zwei Unterarten. Also, hier, ich habe die Tokuhara Taira und es gibt noch die Yashima Taira. Genau, das sind meine Verbündeten natürlich, ist ja logisch irgendwie. Und da ich jetzt eh kein Geld mehr habe, beende ich jetzt mal die Runde. So. Das dauert jetzt immer ein bisschen. So. Jetzt haben wir hier eine Mission bekommen. Sichert euch die Treue einer beliebigen Provinz. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wie ich das mache. So, okay. Jetzt machen die überhaupt keine Garnison in dieser Stadt. Sieht irgendwie so aus. Also ich rekrutiere aber trotzdem lieber erstmal noch ein paar Truppen. Ich habe irgendwie Panik, dass die mich hier sonst zerstören und da irgendwie noch Truppen drin haben in der Stadt. So, mache ich mal drei davon und in der Armee. Auch noch eine davon. Also ich werde am Anfang auch sehr stark auf Militär gehen und meine Einnahmen werden in den Keller wandern. Na, bis jetzt, ich habe die Kampagnen hier schon ein paar Mal gespielt, ich habe es jetzt irgendwie immer noch geschafft, das Geld gerade noch so positiv zu halten. Jetzt sind die Einnahmen sogar nochmal gestiegen, warum auch immer. Gut für uns. Die Armee hat jetzt erstmal genug. Dann bessere ich jetzt erstmal die Armee nochmal auf. Krieg noch einen. Und dann mache ich jetzt mal einfach mal ein paar Runden und bessere vielleicht die Städte zwischendrin noch auf. Da, bis diese Armeen hier vollkommen ausgerüstet sind, dann kann ich nämlich hier die Stadt angreifen und die Stadt hier gleich. Damit auf jeden Fall ein bisschen Action hier reinkommt. Ich kann da zwischendurch auch noch meine Städte hier mal ein bisschen aufbessern. Das bringt mir hier erstmal Geld. Ja, das hier. Das bringt mir hier nochmal schön Geld. Oh, was kann ich hier rekrutieren? Schwertbegleiter, Bogenbegleiter. Dann mache ich erstmal das hier. So ein bisschen noch Militär. Ja, hier verliere ich auch irgendwie ziemlich Kohle. Muss ich jetzt hier mal. Entweder mache ich Weideland oder Ackerbau. Also, das bringt mir Kavallerierekrutierung und das hier. Ja, halt keiner bei mir erreicht Wohlstand. Und dann mache ich erstmal das hier, weil ich weiß schon, dass ich gleich Geldprobleme kriegen werde. Und das hier auch für Geld. Und hier kann ich das dann ja auf Weideland aufbessern, damit ich dann hier Pferde rekrutieren kann. Hat sich das auch gefällt. So, meine Armee ist jetzt hier hingelaufen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe sie da nicht hingeschickt. Wahrscheinlich war das so gescriptet, dass das passiert. Okay, also ich gleich dann, glaube ich, gleich mal die Stadt hier an. Okay. Ja, okay, wir haben ein bisschen neuen Ruhm bekommen. Also, Quatsch, Ruhm, Anerkennung hier. Ja. Super. Und das, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Aber okay. Jetzt hat irgendwie der Sohn des Daimios die Herrschaft über den Clan übernommen. Anscheinend, ja, hier. Der Daimio ist gestorben. Ja. Okay, hat jetzt, glaube ich, keinen so großen Einfluss auf das Spiel. Okay, dann werde ich jetzt mit die Armee zusammenlegen, damit ich genug Power habe, diese Stadt hier anzugreifen. Dann den Krieg erklären. Die haben auch sowieso keine Verbündeten. Ich erbitte jetzt mal keinen Beistand, weil ich keinen Bock habe, dass die meine Verbündeten dann sich diese Stadt hier wegnehmen. Die will ich ja eigentlich haben. Aber egal. Also, ich kann angreifen. Ich belagere die dann einfach mal, bis die andere Armee da ist. Und dann lasse ich meine Verbündeten weg. Ich hoffe, dass es nicht so ein Fail war und mich jetzt hier angreifen. Das wäre schon ein bisschen blöd. Aber sie noch gut aus. Boah, gibt es hier viele? Okay, nee, doch, sie greifen mich an. Ich bin
so ein ganz kleines bisschen unterlegen, also ziehe ich mich lieber erstmal zurück. Die wollen jetzt einen Friedensvertrag. Es sind genug mutige Männer. Ich will sie ja einnehmen. Nee. So, dann lege ich diese Armeen jetzt hier mal zusammen und greife dann gleich nochmal an nächste Runde. Irgendwie werden die immer mehr Armeen. Ach so, oh, okay, jetzt verstehe ich das. Das war jetzt dumm von mir. Also die, die da eben lang gelaufen sind, das war natürlich die Verstärkung, die kommt hier aus der Hauptstadt dann angelaufen und nicht aus der Hauptstadt, aus irgendeiner Stadt hier eingelaufen, in der die Armee gerade ist, also die Provinz. Laufen natürlich zur Armee, ja, das war jetzt dumm von mir. Okay. Zusammen. Ja, die sollte jetzt eigentlich schlagkräftig genug sein, diese Stadt hier zu erobern. Ja, und dann wollen wir auch gar nicht lange zögern, dann machen wir jetzt hier mal den ersten Angriff. Und jetzt kann ich ja nochmal kurz was zur Zeit sagen, also wie lange ich mal so eine Folge machen werde. Ich habe vor, die erste jetzt so knapp eine halbe Stunde zu machen, da ich jetzt ja auch das Intro gezeigt habe und so. Und die erste Folge, ja, dauert halt ein bisschen länger. Und die nächsten Folgen dann, ja, weiß noch nicht so genau wie lang, also irgendwas zwischen Viertel und halbe Stunde, wahrscheinlich so 20 Minuten oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Länger guckt sich das sowieso kein Mensch an. Und, naja, okay, also jetzt aber erstmal die Schlacht hier. Die Schlacht von Fujidera, also die Stadt heißt doch so. 1176. Ziemlich früher. Und wie heißt der hier? Taira Munemori, also das ist anscheinend mein Anführer. Ishikawa, ich glaube, die hießen auch Ishikawa, ich weiß, ich habe gerade vergessen. Dann ist es auch der feindliche Anführer. Aber ist ja eigentlich auch nur logisch, weil es ihre Hauptstadt ist. Also. Wo soll der sonst sein? Ja, dann geht's jetzt hoffentlich gleich mal los. Ich muss dazu sagen, die Ladezeiten in dem Spiel sind echt unglaublich lang. Also, ich verstehe manchmal gar nicht, was der da alles so viel laden muss. Also, es dauert immer Ewigkeiten. Das habe ich auch schon von anderen gehört, also liegt jetzt nicht nur an einem schlechten Computer. So, ja, scheiß Wetter. Ne, dann warten wir lieber nochmal. Und ist schon wieder scheiß Wetter? Na gut, okay, dann geht das jetzt einfach los. Das muss ich mir jetzt ja, glaube ich, nicht angucken. Ja, ne, der sagt jetzt nur, also der Anführer sagt dann immer noch irgendwas über die Schlacht, aber es ist nicht so spannend. Und wie ich jetzt hier sehe, haben die Gegner hier noch gar keine Festung aufgebaut. Was natürlich sehr gut für mich ist, weil ich dann keine Mauern erklettern muss. So, dann stelle ich die Begleiter mal nach vorne, weil das, glaube ich, meine stärksten Nahkämpfer sind. Dahinter dann diese Naginata-Heerbahn. Ja, das war klar. Oh, ich habe ja gleich zwei Generäle hier. Sehr schön. Die stelle ich dann mal dahinter. Benutze ich dann in der Schlacht auch wahrscheinlich öfter als Kavallerie, weil ich einfach für die keinen anderen Verwendungszweck habe jetzt im Moment. Weil ich da ja noch sowieso keine Kavallerie habe, vor allen Dingen. So, dann mache ich die Bogenschützen mal an die Seite. Die haben jetzt eh noch keine Brandpfeile. Aber die machen am Anfang auch sowieso kaum Schaden. So, die sind jetzt alle an der falschen Seite. Dann gehe ich jetzt mal schnell ein bisschen vor der ganzen Armee. So, bis hier so schon mal. Das war schon drin. Und. Ah, klasse, die Stimme ist hier total scheiße. Das ist ja ein bisschen, wenn ich das anzeige. Geil. Dann mache ich das mal kurz anders. Dann kopiere ich die jetzt mal. Stell die dann ein bisschen weiter hinten erstmal auf. So. Ja, die Stimme ist hier auch sehr komisch. Egal, einfach erstmal warten, bis sie aufgestellt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Einheiten sich hier so komisch hinstellen. Anscheinend diese Heerbanden und die Begleiter gehen nach da hinten. Die sollen natürlich nicht nach hier hinten. Das ist Quatsch. Ja, also jetzt sind die. Das sind die Bogenschützen. Ja, natürlich. Und die kommen natürlich wieder nach vorne. Und dann schaue ich jetzt erstmal, was die Gegner hier machen. Also ich spiele übrigens auf normal die Kampagne. Weil ich habe gehört, dass schwer wohl kaum lösbar sein soll. Und leicht habe ich schon selber gespielt, der hatte ich innerhalb von einem Tag, also wahrscheinlich so 3 Stunden Spielzeit oder was auch immer, hatte ich dann ganz Japan eingenommen. Das bringt es ja dann auch nicht so gut.
Also nicht nur 3 Stunden, jetzt übertrieben. Also wahrscheinlich, ich glaube so 6 Stunden. Ja. Das ist natürlich auch nicht so wirklich spannend, wenn ich euch jetzt innerhalb von ein paar Folgen hier ganz Japan einnehme. Das ist auch nicht so toll, das ist auch keine große Leistung. Okay, also die rücken jetzt anscheinend nicht weiter vor. Dann werde ich jetzt erstmal mit meinen ganzen Nahkämpfern hier auf die Insel gehen. Den Bogenschützen. Ich weiß nicht, was die für eine. Ich glaube, die können auch von hier dann schießen. Ich bin ins Wasser. Und dann kommen die Generäle natürlich auch nach vorne. So. Ich gucke jetzt mal kurz, was die Gegner hier haben. Also, die haben. Ah, die haben. Doch, die haben 2 Fernkämpfereinheiten. Aber da ich sowieso im Nahkampf überlegen bin, kann ich dann auch irgendwann einfach reinrennen. Aber ich will sie erstmal noch ein bisschen beschießen. Ich hoffe, dass mein General jetzt nicht zu sehr unter Beschuss gerät. Das ist gut, das Wasser laufen. Ah, ich muss nur dazu sagen, dass ich dieses Spiel echt extrem geil finde. Ich habe mir das jetzt auch. Ich habe es noch nicht so lange. Ich habe es aber schon Ewigkeiten gezockt gefühlt. Und ich liebe es einfach. Also die ganze Atmosphäre in diesem Spiel. Ich, einfach alles an dem Spiel ist irgendwie geil. Du kannst irgendwie nicht so richtig beschreiben. Es macht einfach richtig krass Spaß. Also, echt eine Kaufempfehlung, vor allem für alle Total War Fans. Also, die werden es wahrscheinlich sowieso schon haben. So, jetzt stellen die sich hier auf. Und jetzt werde ich auch schon von den ersten Pfeilen beschossen. Das nicht so schlechter schlimm ist, da ich auch noch nur einen Mann verloren habe in der ganzen Salve. Ich sage jetzt nicht so viel. Ja, und hier auch nochmal ein. Das ist jetzt, glaube ich, noch zu ertragen. So, ja, ich möchte jetzt mal das meine hier auch schießen können. Deswegen rücke ich jetzt nochmal ein kleines bisschen. Ups. Ja, jetzt ist hier gerade irgendwas schief gelaufen. Nein, das wird nicht zurückgehen. Das ist ja. Jetzt ich die Bogenschützen mal nach vorne. Ja, jetzt ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen schief gelaufen. So, General nach da. So, lauf, lauf, Mann. Los. Ja, rasseln wir natürlich langsamer. Ich lasse jetzt. Ich lasse jetzt hier meine Truppen auch nicht mehr so abschießen. Ich greife jetzt einfach mal die Bogenschützen. Den restlichen 2 Einheiten, die ich noch übrig habe, kann ich ja dann gleich auch wieder nehmen. Und, dann bin ich schon dabei. Und mein General hat übrigens auch Pfeil und Bogen. Aber ich lasse ihn jetzt im Nahkampf auch mal ein. Das ist ja so ein bisschen langweilig. So, dann wollen wir uns jetzt mal angucken, wie die hier jetzt nicht alle reinstürmen. Diese wehrlosen Bogenschützen, die jetzt nicht schießen, aber auch nicht schießen. Egal. Jetzt geht's hier nicht. Der General ist in erster Gefahr, mein Lord. Mit der Generalschule. Die ersten Feinde weg. Nochmal richtig viel, alles sieht so episch aus. Muss ich vor allem mal hier so einen Zweikampf angucken, wo ich jetzt überhaupt gleich bin. Hier der Typ hier, mal gucken, was der so treibt. Ja, die Zweikämpfe sind nämlich auch ziemlich episch. Ja, der wurde jetzt gleich hier umgehört. Ne, der hat sich weggeholt. Oh. Auf jeden Fall ist das einfach ganz episch im Spiel. Die Einheiten hier, die fliehen jetzt hier auch schon bald alle. Man sieht ja, die Moral ist schon total im Arsch von denen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht jetzt schon fliehen. Also, das ist ja echt krass, wie die überrannt werden. Da hinten sind sogar 3 Einheiten gegen. Ja, gut, ich habe ja auch viele. Die arbeiten sich jetzt hier so langsam durch. Aber langsam, aber. Weiter vorarbeiten langsam. Und ich sieht jetzt so aus, als wenn ich so die ersten paar Dinge gefühlt. Ich gucke immer noch Pfeile runter. Ich hoffe mal, die treffen kein Eigen getroffen. Jetzt rennt der General. Die hier. Okay, jetzt renne ich mal auf den General. Der GG-Sperrträger nämlich auch nicht mehr so viel. Oh ja. Dahin. Oh, meine anderen Truppen sind auch schon fertig. Den kommen wir auch noch schnell auf den General. Und der jetzt auch wieder. Und der werden auf dem Weg. Und das war's auch schon. Der werden auf dem Weg und auch die hier umgehauen.
Und ja, so schnell habe ich die erste Schlacht gewonnen. Und damit auch die erste Stadt schon eingenommen. Ja, also ich werde alle Schlachten versuchen. Manuell zu spielen. Aber automatisch ist ja. Das kann ja jeder. So, jetzt wieder die ewige Ladezeit. Also überlegen wir, ob ich das nicht vielleicht später mal rausschneide in den nächsten Folgen. Mal gucken. Jetzt mache ich erstmal nicht, aber weil ich die Zeit auch noch nutze, um was zu sagen. Aber dann in den nächsten Folgen schon. Die drei Kampagnen hier sind jetzt auf dem Kanal, glaube ich. Größtes Projekt zusammen mit der Battlefield 4 Kampagne natürlich, die nicht vergessen, auch schön angucken. Und ja, am Mittwoch gibt es dann auch die erste Shogun 2 Kampagnenfolge. Und am Freitag dann die erste Fall of the Samurai Kampagnenfolge. Ja. Ja, also ich habe auch viel mehr aufgestellt als die Gegner, aber ich habe auch wesentlich weniger verloren, die haben ja alle verloren. Und ja. Ich habe aber auch viel weniger getötet, als von denen gefallen sind. Die haben sich anscheinend auch selber ein bisschen abgeschossen. Bei mir ist es noch schlimmer. Ich will jetzt mal nichts sagen. Okay. Und damit haben wir die Stadt eingenommen. Ich mache immer friedlich besetzen, weil erstens, das Geld brauche ich nicht so wirklich. Und zweitens will ich keine Aufstände riskieren, die ich sowieso hier ständig kriege in diesem Spiel. Ich mache hier mal Stadtwache wegen Repression. Da es uns die gleiche Aufstände gibt. So, dann hier mal das Bessere. So, dann bessern wir hier alles noch ein bisschen auf. Stadtwache, okay, und dann lasse ich mal die nächste Runde. Dann mache ich mal zur nächsten Runde weiter. Das dauert echt immer. Ich habe auch schon KI-Züge ausgemacht, sonst würde mir auch noch die ganze Zeit anzeigen, wo die KI-Typen rumlaufen würden oder irgendwelche Truppen bewegen würden. Dann würden wir ja nie fertig werden. Ja, jetzt ist hier ein Bruder Erwachsener geworden. Erwachsen geworden. Erwachsen. Schwachsinn. Ja. Weiß nicht genau, was mir das jetzt so viel bringt. Ich kann mal gucken. Also. Hier, das ist Clanverwaltung. Die Siegbedingungen hier. Ich habe schon mal zwei Provinzen der Sieg. Provinzen eingenommen. Ich muss aber sowieso 60 einnehmen. Obwohl, nee. 25 muss ich einnehmen, nicht 60. Und. Also, ich werde die Kampagne wahrscheinlich auch nicht so lange spielen, bis die eigentliche Kampagne dann zu Ende ist, weil die ist ja schon 1199 zu Ende. Ich werde die einfach so lange spielen, wie ich jetzt Lust drauf habe und danach auch noch weiter spielen und dann bis Japan erobert ist. Wenn ich so weit komme. Ja, hier die Familie, also wer ist jetzt hier erwachsen geworden? Ja, der hier ist erwachsen geworden. Ich kann die jetzt hier auch zu irgendwas ernennen. Kriegsführung, das ist hier schon der Kriegsführungsrat oder ist er nicht? Oder doch ist er. So, dann wollen wir mit dem Kerl hier doch auch mal was geben. Versorgungsrat hört sich gut an. Ja, hier ist jetzt natürlich nicht so viel. Ich habe ja nicht so lange gespielt. Und ja, was forsche ich denn hier eigentlich gerade so? Ja, es forscht hier so vor sich hin. Also, da forscht er gerade die Verteidigung. Okay. Ja, was soll er mal machen? Ja, das wäre hier auch ganz okay. Egal, ich lasse ihn einfach erstmal erforschen, weil ich brauche jetzt sowieso erstmal nicht so viel Forschung. Meine Finanzen sehen eigentlich auch ganz gut aus. Ich meine, 2000 Einkommen am Anfang für mich ist eigentlich schon ganz okay. Ich weiß nicht, jetzt richtige Profis werden mich belächeln, aber ich schaffe nicht mehr. Und dann lass ich erstmal weiterlaufen, bis der mal gekommen ist und dann mache ich mich mit der Armee wahrscheinlich auch gleich auf den Weg zur nächsten Stadt da oben, um die einzunehmen. Das Einflussgebiet hier so ein bisschen vergrößern. Und dann mal gucken, was ich mit diesen Vasallen da mache. Ich würde die am liebsten auch gleich eingliedern in das Reich hier. Reich, einfach das eigene Staatsgebiet. Okay. Was ist das jetzt hier? Schwerpunktentwicklung. Die Beherrschung der Künste unseres Clans weiterentwickeln zu können, muss unserem Gefolge gesagt werden, worauf sie ihre Anstrengungen richten sollen. Wir müssen militärische Überlegenheit demonstrieren, wenn wir unsere Feinde besiegen wollen. Wir werden uns auf militärische Entwicklung konzentrieren. Was bringt uns militärische Macht ohne die Infrastruktur, um sie zu versorgen und auszuschöpfen? Wir werden uns auf administrative Entwicklung konzentrieren. Ja. Militärschwerpunkt oder ziviler Schwerpunkt?
Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, bin ich eher der Typ, der sein Reich schnell erweitert und vergrößert. Deswegen mache ich jetzt hier mal Schwerpunkt Militär. Ja, dann... Laggt es jetzt hier so ein bisschen. Also ich werde die Folge jetzt hier mal beenden und mal gucken, woran das Problem jetzt hier liegt. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann hier diese Stadt einnehmen. Kameyaka. Und dann uns weiter vorarbeiten hier so Richtung Norden, Süden, wo auch immer, welche Provinzen frei sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woran das Problem liegt. Also ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden. Und am Mittwoch seht ihr dann die erste Shogun 2 Kampagne und bis dahin, ja, guckt euch unsere anderen Videos an, wenn wir ja sowieso nichts Besseres tun. Also, bis dann, noch viel Spaß bei unseren anderen Videos und ja, tschüss.